Ist es eine Bid'ah bei den Tarawih-Gebeten, die man im Ramadan verrichtet, dazwischen im Ansprachen zu machen? Wenn man denkt, dass es zu Sunna gehört, dass man exakt nach jeden 4 Raka eine Ansprache halten muss, dann ist das Bid'ah. Aber, alaikum salam, wenn man das so macht, ohne dass man das als eine fest gegründete Sunna sieht, sondern manchmal macht man eine Ansprache, weil bei der Situation gibt es viele Leute, um sie zu ermahnen, das ist überhaupt kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.